Weiter geht's. Gleich sehen wir, wer das Pokémon bekommt. Im Chat hat es keiner mehr geschrieben. Das heißt, wir losen jetzt, Leute. Ich würde gerne dafür irgendeine coole, krasse Auslosmusik haben. Aber ich glaube, mein Trommelwirbel ist einfach zu leise. Das könnte ich eigentlich mal fixen. Was ist denn? Der ist einfach zu leise. So, Trommelwirbel lauter. Ja, das fiel ich. Leute, let's go. Wie frech. Ja, da gab es einen Cliffhanger auf YouTube. Schweinerei, ich weiß. Also, Leute, Trommelwirbel. Wir drücken jetzt gleich auf diesen Button und kriegen eine 1 bis 4. Ich sag's nochmal, bei 1 ist es ein Entchen, bei 2 ist es Dexy, bei 3 Kana und bei 4 ist es der gute Risky. Let's go. Trommelwirbel ist... die 2! Und es war... Dexy! Herzlichen Glückwunsch! Ein Zickzack für die liebe Dexy. Gönn dir. So, jetzt muss ich bloß den Namen richtig schreiben. Ei? Ja, Ei. Okay, ich war richtig. Ha! So, willst du dein zweites Y haben oder reicht dir ein Y? Weil ich möchte mich erinnern, dass du mal gesagt hast, du hast das zweite nur genommen, weil es bei Twitch nicht anders ging. Ist ganz leicht. Ja, eh, da freuen sich ja alle drüber. Hättest du nicht einfach ein Ä schreiben können? Wäre noch einfacher. Gerade das Items gehen an dich. Eins reicht. Ich wollte das sagen, das war ja irgendwie nur, weil Twitch keinen anderen Namen mehr hatte, ne? Ich kann mich da an was erinnern. Ich habe ja mal drüber gesprochen. So, zack. Ist ja auch Vibe, ja, passt ja auch. So, gucken wir uns dann unser neues Pokémon gleich mal an, Leute. Morgen wir noch ein Icon. Das ist auf jeden Fall jetzt mal Level 8. Das ist nur trainingsbedürftig. Das ist zartes Wesen. Ich habe keine Ahnung, was zartes Wesen bedeutet. Das könnt ihr jetzt gerne googeln und mir sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Naja, RNG wegmachen. Ja, danke. Das wird. Und wir brauchen ein Icon. Ich brauche ein Icon. Ja, wo sind denn die Icons hin? Gib mir Icons. Steuerung H. Was ist denn Steuerung H? Snow, das müsst ihr mir erklären. Ist das irgendeine fiese Kombo, mit der ich... Spezialverteidigung erhöht sich und die Verteidigung sinkt. Das ist nicht so geil, aber ist okay. Es geht. Ist okay. Also Verteidigung ist halt meistens besser im Early Game. Dexy, bist du denn zart? Und bekommt das fangende Pokémon auch einen Punkt? Nö, ist ja kein Trainerkampf. Von daher. Habe ich jetzt nicht für so. Browserverlauf aufmachen. Ich wusste, und sowas kommt doch. Ah ja, History. Ja, makes sense. Ja, da würdet ihr nichts sehen, Leute. Also, nichts Interessantes auf jeden Fall, was jetzt so offen erscheint zu sehen. Was würde da alles drin stehen? Kann ich mir sogar halbwegs sagen. Haufen YouTube-Videos, die ich gestern noch gesehen habe. Ein bisschen Twitch, weil ich Streams geguckt habe. Eine Seite, auf der ich recherchiert habe, ob der Randomizer, den ich benutzt habe, ein neues Update hatte. Da würdet ihr echt nicht viel sehen. Tröst ich euch. So, wir suchen ein Zickzacks-Bild. Next Page, bitte einmal. Erste Gen. Snow, wenn es mal so wäre, wäre praktisch. Oh, das Zickzacks-Icon ist ja super sweet. Oh. Oh, boys. I'm gonna looking forward to that. Ich finde die Icons echt super. Die sind super. Einfach geil. Passen genau richtig schön in so ein Overlay rein. GG Game Freak. Die sind einfach genius. So, und damit kriegt das Poke-Icon. Oh, jetzt muss ich aufpassen, ne? Weil eigentlich ist ja Snow noch das tote Pokémon. Das muss ich jetzt ja irgendwie... Ja, stimmt, das müsste ich eigentlich wegmachen, weil ich habe sonst zu viele Quellen hier in meinem Bild drin. Oh, nee, ich glaube, das kann ich echt nicht machen. Was bloß meine Quellen sind jetzt schon fast voll, weil jedes einzelne Bild und jede einzelne Zahl immer eine Quelle in meiner Szene belegt. Und wenn ich jetzt jedes tote Pokémon hier einfüge, wird es ein bisschen kritisch. Ich könnte die toten Pokémon vielleicht nachher im Photoshop im Overlay einfügen. Das könnte ich machen, ja. Aber das könnte ich am Ende erst des nächsten Streams machen. Also zum Anfang des nächsten Streams dann so rum. Ran wohnt doch bei ihm, das Snow. Ja, meine Mutter ist auf jeden Fall eine nette Dame. That's true. Aber ja, ich glaube, ich muss es echt so machen. Ich muss es. Wartet, wait. Filter aus. Und dann Eigenschaften. Dann machen wir das in den Pokémon rein. Oh, Leute, da ist unser Zickzacks. Na, so voll sweet. Ein sweet little boy. So, irgendwie so, würde ich sagen, ne? Fixieren. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Counter für Dexy jetzt. Den könnte ich jetzt wieder verwenden. Ich muss bloß den richtigen nehmen, das ist nämlich wichtig. Das heißt, ich würde jetzt hier den nehmen.
Der hier hat welche Textdatei attached? Die Textdatei, die attached, das ist hier DC5, okay? Dann schreiben wir jetzt hier davor Dexy. Leerzeichen. So. Und dann muss ich hier bloß am Counter die DC5 einbinden. Technisch muss ich sagen, ist ja mein Setup ja Giga geil. So, und jetzt kann ich auch meinen Dexy-Button drücken und Dexy kriegt runter. Nice! Geiler Shit. Zicke, zacke! Snow dead? Ja, es tut mir leid. Ehrenhaft für den Run geopfert. Snow, Ehrenmann! Und er hat auch noch 5 Subs verschenkt. Ich möchte ihn umarmen! Und das sagt man jetzt auch nicht so häufig, ne? Vor allem nicht in Corona-Zeiten. Zickzack sieht gleich creepy aus. Echt, ich finde das voll niedlich. Es starrt so ein bisschen, ne? Es guckt in deine Seele. Was ist das da unten rechts? Wo? Was ist das hier? So, das hier unten mit neben meinem Finger? Das ist sowas hier hinten. Das ist, glaube ich, ein Teil von meinem Klavier, oder? Ja. Das ist ein Teil von meinem Klavier, was man hier hinten sieht. Umarmen in den Corona-Zeiten? War das eine Morddrohung? Die 1 beim unteren Ball ist schon weg. Wie die 1 beim unteren Ball ist schon weg? Hä? Was meinst du beim unteren Ball? Hä? Ich bin verwirrt. Also das Bibo kriegt keine Punkte, weil es keinen Namen hat. Und Dexy hat noch keine Punkte. Hä? Da war eben kurz eine 1 bei dem rechten unteren leeren Ball. Echt jetzt? Warte mal, teste ich mal. Oh lol, das ist an denselben angebunden. Okay, na, das ist gut zu wissen, danke. Ja, das ist richtig. Da ist was falsch, da sind die falschen Dateien angebunden. Wartet mal. Das kann ich schnell ändern, wartet mal. Was habe ich jetzt für Dexy benutzt? C5, ne? Dann nehmen wir einfach mal was anderes. Was hoffentlich leer ist. Ja, stell mal die Textdatei reingucken. Ja, die 3 kann ich nehmen, die ist leer. Ich kann halt nur so viele Dateien beschreiben bis zum einen Stream. Ich dachte schon, ich habe Halluzinationen gut aufgepasst. Mann, ihr Mods seid aber heute fleißig hier, generell. Also auch Entchen für. Also Entchen ist natürlich nicht verpflichtet, Charlie Punkte mitzuteilen. Ne, danke vielmals dafür natürlich auch an der Stelle, ne? Ja, fleißig heute. Ihr passt besser auf als ich, ihr fleißigen Bienchen. So, aber ich muss den Punkt erstmal ziehen. Moment. Ja, einmal lange drücken, ne? Ja. Ja, so, genau. Perfekt. So, jetzt kann Dexy auf jeden Fall Mitnahme nutzen, um uns Items zuzubringen. Das ist natürlich geil, weil da gibt es richtig cooles Zeug zu finden teilweise. Hab eben noch nicht so viel getrunken. So, und jetzt können wir natürlich auch ein bisschen die Trainer hier missbrauchen. Das hört sich falsch an, ich weiß. Um noch entsprechend Dexy ein bisschen zu trainieren. Dann kriegst du auch gleich ein paar Punkte. Bin eine ehrliche Haut. Zumindest meistens. Ja gut, stimmt. Endlich hat er noch keine Punkte, ne? Aber kriegen wir auch einen. Leute, wir kriegen jetzt bestimmt noch ein paar Pokémon. Also allein in der Mondhöhle kriege ich safe noch eins, ne? Das, in der Mondhöhle müsste es auch einen Pokémon-Encounter geben. Das sind die ganzen Zubats, Paras und wie die nicht alle heißen, die ganzen Viecher. Ich hoffe, es wird nichts ganz so Schlechtes. Also ich würde mir halt echt auch mal ein Pokémon von einem anderen Typen wünschen, weil wir haben halt eine sehr große Käferlast immer noch. Und viele Normal-Pokémon. Das heißt, wie man an dem Tannenhill schon sehr gut gesehen hat, wir haben ein echt großes Problem gegen Stahl. Wenn wir Charlie mit der Lebensstelle nicht hätten, wäre da manchmal ein bisschen Land unter gewesen. An mancher Stelle. Kein Mond. Was? Mondberg, nicht Höhle. Ach, Mondberg. Ja, stimmt, der heißt Mondberg, hast recht. Hashtag Feuerschwäche. Nee, bisher geht's noch. Wir haben ja was im Pokémon, aber. So, einfach gegen das, wo wir gegen schlecht sind. Das ist unsere Schwäche gerade. Wir haben jetzt nicht wirklich eine krasse Schwäche, außer Stein halt. Wo Stein geht eigentlich auch noch, ne? Ist eigentlich nur Horny jetzt mehr. Wir haben eine Kampfschwäche, aber Horny hat eine sehr gute Kampfresistenz. Also das geht. Also Schwäche haben wir nicht, keine sehr große. Aber wir können gegen Stahl-Pokémon einfach zu wenig machen. Weil Charlie ist die Einzige, die relativ reliable gegen Stahl-Pokémon klarkommt. Und das heißt, diese Pokémon werden uns nach wie vor nach ein bisschen Probleme bereiten. Sollten wir nicht mal irgendwas Bodenmäßiges finden oder so. Was? Mondberg? Autokorrektur auf dem Handy. Das B ist einfach weg. Mondberg kommt safe Porenta an. Ich weiß nicht, ob Porenta und Zubat. Also, wir werden wahrscheinlich das Replacement für Zubat kriegen. Das ist ziemlich safe eigentlich. Ich nehme mal jetzt die Trainer noch mit hier. Weil einfach nur Dexy ein bisschen trainieren. Let's go! Dude. Und warum schaust du mich so fasziniert an, Mann? Abkürzung für Mondergebnis. Der Monderg. Das Mondergebnis.
Das ist das Ergebnis am Ende von Majora's Mask, wenn der Mond runterfällt. Das ist das Mond-Erg. Oh boy. Heute wird's wieder richtig crazy. Kaufst doch das Carpador, wenn das gerandomized ist, ja. Klar, warum nicht? Da es ein statisches Pokémon ist, hoffe ich, dass es gerandomized ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielleicht nicht gerandomized ist. I don't know. So, das Kukuna müsste Dexy ja nicht sogar alleine besiegen können, weil es eigentlich nur Härter haben dürfte. Und Dexy macht occasion Damage. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, boom! Ist das nicht ein Song von Bushido? Der ist ja uralt, ey. So, komm, wir machen den Härtner-Spam mal ein bisschen skippen hier und so. Und Dexy hat erstmal ihr erstes Pokémon alle gekillt. Easy. Sweet. Uff. Ein bisschen cringe muss auch sein, Leute. Ein Remoraid. Gott, der klingt ja wie durch einen Mixer gejagt. Ja, boah, Alter, zwei Level über mir. Nee, also Dexy, du nimmst die XP noch mit und dann tauschen wir dich erstmal schnell aus und holen mal Horny rein. Ist das von Bushido, oder? Ziemlich safe. Richtig meinen. Ah, Remoraid hat einen guten Damage-Output. Ah, oh, okay, geht. Es geht. Hier, Attacke aus Kino mal 2 mit Auron. Stimmt, das komische Kommando mit Auron in Olympus Colosseum ist, auch, heißt auch Bushido. Massiv. Du Null. So, Remoraid wurde besiegt. Und Dexy kriegt XP und ich Level 9. Pogchamp. Den Kopf. Crazy. Das ist ziemlich early. Ist das Level 9 Kopfnuss? War das schon immer so früh? Oder ist das nur in Feuerrot, Blattgrün wieder so? Spezielle Edition, muss ich dazu sagen. Das ist ein cremiger Move. Das sind wir mal 70 Base Damage. Fuck. Ja, gut, ich sag mal dazu, ne? Also, lernt Ratzfatz nicht auch auf Level 14 Hyperzahn? Ist jetzt auch nicht so viel schlechter, ne? Ja, Punkt für Dexy. Dexy kriegt ihre ersten Punkte. Poggers. Und irgendjemand hat noch geholfen, ne? Horny, ne? Aber Horny kriegt keine Punkte, okay. Ich muss mich jedes Mal überlegen, ob Tanya Punkte bekommt. Scheiße. Sexy. Hey, it's pretty good. Ist noch geholfen. Fiel ich ein bisschen, ne? So. Ja, komm, Dexy, weiter trainieren. Go. Die Gute schafft das. Wenn es mir zu krass ist, switche ich sowieso instant aus. Ich meine, Charlie nimmt die XP auch sehr gerne entgegen, ne? Level 16 ist klar. Coming close. Ansgar. Das habe ich als Kind immer für ein Anagramm gehalten. Das hat irgendwie so ein verdrehter Name, weißt du? Und der heißt eigentlich irgendwie, keine Ahnung. Sargan oder so, keine Ahnung. Ich mag XP so. Also ich mag XP so sehr nicht. Ach, Charlie, das hätte ich ja nie gedacht. Oh, Level 14. Rangas. Geht auch. Seelische Unterstützung. Hier ein Wegwerk einblenden mit einem Daumen. Fuß hoch. Oh. Ah, schön. Ich weiß nicht. Ein Geh weiter. Ah, das ist den Witz, denke ich aber schon. Nasgar. Nasgnet, Alter. Easy. Oder wie man bei Sui auf dem Channel immer sagt. Nicht was geht, sondern Nasgnet. Aber es passt halt so, wenn man das halt wirklich ein bisschen leger ausspricht, kann man bei Nasgnet schon darauf kommen, dass man meint, so was geht. So, na, was geht so, Nasgnet. Ja? So ein bisschen, finde ich, kann man da schon was verstehen. Aber ist, wie gesagt, nicht von mir. Props an Sui. Ist quasi der deutsche Finder der Nuzlocke-Challenges. Einfach nur, wenn ich die Challenges bei ihm damals gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das kann ich auch, Alter. Das kriege ich auch hin, finde ich geil. So, Charlie, hilf mal kurz. Blubber! Blubber mich nicht an, ey! Ach, sehr süß. Macht fast schon Schaden, ne? Der macht's einfach weiter. Was? Ah, Memo, guck mal. Findet Nemo? Findet Memo? Oh, Crit. Hi! Tschüss! Lala für Charlie! Blubber. Geduld. Also ich würde ja Charlies sehr, sehr viel zutrauen, was sie lernen könnte. Aber nicht Geduld. Bin ich ehrlich. Was? Habe ich nicht gesagt.
Weiß ich gar nicht. Ist eigentlich keine Attacke, die ich benutzen möchte, bin ich ehrlich. Sogar Heuler könnte actually noch mehr useful sein als Geduld. Oh, guck nicht wie so ein Knilz. Nein, wir lernen Geduld nicht erlernen. Nein, ich will Geduld nicht erlernen. Ja, ich will nicht. Charlie, bist du geduldig? Bei 20er Nuggets hätte ich auch keine Geduld. Gute Antwort. Respekt. Take ich. So, das unsichtbare Item haben wir gesnackt. Der Trainer ist down und Charlie und Dexy kriegen einen Punkt. Jo, sehr schön. Ja, good job. Geduld ist quasi mein dritter Vorname. Ja, aber erst nach Essen und Sarkasmus. Und deinem normalen Vorname. So, den haben wir gemacht, den haben wir gemacht, den haben wir gemacht. Bist du Trainerin? Hallo? Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Was? Nein! 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 Geduld nicht erlernen, sozusagen. Geduld. Okay, Dojo, der war echt flach. Göre Robin. Robin. Charlie, 20 McNuggets, Geduld. Nee, also einer ihrer Vornamen ist auf jeden Fall Sarkasmus. Und einer auf jeden Fall auch Essen. Was im Tiefen ganz Frauen ansprechen. Ja. Das spricht für uns nicht. Hätte gedacht, der kommt nach. Charlie, 20er, ungeduldig. Alles klar. Sarkasmus 20er McNuggets Geduld. Das wird ein Arsch, die heißt Sarkasmus. Boah, das fühlt's bad. So, anyway. Ich könnte euch Charlies richtigen zweiten Vornamen verraten, aber dann kriege ich Schläge. Denn werde ich auf Charlie in Zug gesetzt. Das möchte ich nicht, das ist so wieder doof. So. Will ich eine Kopfnuss riskieren? Das ist nur ein Ladybar, ne? Aber ich habe trotzdem Angst. Das ist 5 Level Unterschied, ne? Wenn jetzt irgendwie so eine krasse Attacke kommt, mit der ich nicht rechne und dann Bam One-Shot, denke ich mir so. Miep. Nee, komm. Wir riskieren es nicht. Wir hoffen, dass Charlie Level 16 erreicht. Was? Gustav? Hast du gegen den Namen Gustav? Ich hasse Verwirrung. Ich hasse Verwirrung. Was? Eigentlich heißt sie 6er Nuggets. Leute. Ach, der Tackle ist ja süß. Macht ja fast Schaden. Natürlich verletze ich mich selbst. War ja klar. Oh, 10 Damage. Ich mache mir zweieinhalbfach so viel Schaden wie er. Yikes. Charlie ist nicht mehr. Dankeschön. Das ist nicht gut. Das ging schnell. Bam. Ja, deinen Tackle kannst du dir sonst wohl... Kritte mich aber, ist geil. Du Sack. Mac. Dexy kriegt 80 Erfahrungspunkte, sehr schön. Und Dexy und Charlie kriegen wieder ein Pünktchen. Noch mehr Trainer hier? Hallo? Hello there. Bist du ein Trainer? Ich würde mich lieber erstmal heilen gehen, bevor ich den anspreche. Route 4. Das ist Route 4? Kann ich hier was am Stein irgendwie fangen? Einsammeln? Anything? Irgendein unsichtbares Item? Weiß das jemand? Guys, ihr seid doch so smarte Boys. Gibt's hier was zu finden? Gibt's hier ein Pokémon? Hello there. Aua, ich bin über einen Kleinstein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Stupid. Das sieht doch nach einem unsichtbaren Item aus. Beerensaft. Lecker. Das ist ja lecker, schmeckt geil, ja. Patata. General Kenobi. Was? Das Ladybar ist auch weiblich, deswegen macht er kein... Kali, ey, heute bist du sauer. Endes jetzt Horrorblick gegen Kali ein. Charlie, meinst du einfach den Blick? Nee, warte mal, ich kann's ja noch besser. Kappador nicht vergessen. Weiß doch kein ich, wer das ist. Aber ist das nicht das Bild, wo der sie die Kapuze aufhat und so... Warte, Kapuze ein bisschen höher. Ist das nicht dieser strenge Blick mit der Kapuze?
Das ist eher Edgelord Kai. Edgelord. Mann, ich hab bloß die Kapuze aufgesetzt. Mann, ich bin kein Edgelord. Also schon manchmal, aber nur ein bisschen. An meinem Gürtel hängen 6 Pokebälle. Man kann maximal 6 mit sich führen. Sagt's. Ach, möchtest du ein Geschäft machen? Ja, Leute, wenn es gerandomized ist, würde ich sagen, behalten. Wenn nicht, dann nicht. Sonst wäre das halt viel zu easy irgendwie. Wenn er Hello there sagt, dann gibt es nur eine Antwort darauf. Hello there. Ich würde sagen, wenn es gerandomized ist, behalten wir es. Jetzt bin ich gespannt. Es ist gerandomized! Es ist ein Fluffeluff. Es ist einfach eine Dupes Clause. Mann, oh. Es ist gerandomized und eine Dupes Clause. Es ist so sad, no. Hey Leute, was geht? Habt ihr auch keinen Bock mehr auf euer Leben? Habt ihr auch keine Lust mehr auf euer Leben? Boah, ich kotze. Fett im Strahl. Man kann nie genug Fluffelups haben. Doch! Eins reicht! Ich gebe dir nur einen Buchstaben, Bro. Why? Tell me why! Tell me why! Kannst du bei Pokémon Stadium 2 als Minigame-Pokémon einsetzen? Oh toll, krass, oh geil, hab ich nie gedacht. Ja. Also, ich frage jetzt natürlich trotzdem, wir müssen es ja nehmen, es ist ja keine Dupes Clause, die wir ablehnen können. Deswegen, ich frage mal, mag jemand noch einen Pummeluff haben, einen Fluffeluff haben? Ich würde es jetzt nicht nehmen, ehrlich gesagt, weil wir haben schon einen Knuddeluff. Und ich kann nur eins mitnehmen, weil ich würde nicht 2 Pummeluff mitnehmen ins Team. Nein, danke. Aber ich frage trotzdem mal, ansonsten nenne ich es einfach Why? Why? YMCA? Gibt's noch ein Fragezeichen? Oh, es gibt ein Fragezeichen. Why? Why would you do that? Ain't nothing but a... Tell me why. Sieh dann, Alter. Oh boy. Okay, keiner will sagen, gut, danke. Haben wir uns bestätigt, gut. Wir gucken es uns natürlich trotzdem an. Wir haben einen Fluffeluff erhalten, Level 5. Hooray, I guess. Hat ein lockeres Wesen. Auch Schaumbolzen. Kann Gesang, Charme und Einigle. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein schlechteres Pummeluff. Crowley ist cooler als du, ja? Ach, Mann. Hätte ich ja lieber ein normales Carpador gehabt. Menno. Alles kacke, ja. Na gut, scheiß drauf. La 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 la. Oh, tschüss, Fluffeluff, mach schön. Freu mich, dass du da warst. Wir sehen uns später. Tschüss. La 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 la. So, geheilt habe ich mich, hoffe ich. Ne, habe ich mich, glaube ich, nicht, ne? Ne. Gut. Da wir das jetzt festgestellt haben, würde ich sagen, ne. Gönnen wir uns mal schnell hier. Fertig. Dead escalated quickly. Heile, heile, genau. So, Route 3, haben wir schon was? Bist du ein Trainer? Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Das ist eine Lüge. Du kannst von der anderen Seite gar nicht in den Tunnel gehen. Da gibt es geblockte Stellen, wo man runterspringen muss. Fake News. Der erzählt Lügen. Der ist ein oder der kann fliegen. Oder er cheatet. Es ist einfach ein Wallhacker. Der macht einfach hier Wallhacks. Was einen hässlichen. Alles Fake News. Ich sag's euch. Na gut, ab in die Höhle. Wir suchen uns ein Pokémon aus dem Mondberg. Let's go. La, 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 la. So, Growly, ich brauche deinen Gesang. Leute, neues Routen-Pokémon. Es geht wieder los. Power up, level up. Let's go. Ein Pokémon mehr im Team und hoffentlich ist es cool. Please. Please be something good. Warum kriegen wir das ganze Normal-Pokémon? Warum kriegen wir diese ganzen Normal-Pokémon? Ich brauche was gegen Stahl! Und Gestein! Obwohl, gegen Stein habe ich ja Charlie. Aber das wird ja auch nicht auf ewig reichen. Kravums OP.
kriegst du erstmal auf Level 30, Alter. Ist ja schon die erste, die große Hürde. Und außerdem haben wir eine riesige Kampfschwäche, das kommt noch dazu. Tonk. Ich meine, es entwickelt sich auch Level 20, ist auch nicht so bad, aber... Es gibt einfach Besseres. Ein Flurmel in der Höhle ist zumindest realistisch. Das ist true. Kai's Normal Lock. Ja, ich sehe schon. Jetzt hier, jetzt verstanden. Hier, friss meinen Fund, Alter. Bam. Das ist schon wieder Crit Range, ne? Ziemlich safe. Hier, ich singe dich voll. Ach, es hat Lärmschutz, ne? Das hat nicht geklappt. Au. Oh. Autsch. Bruder. Stop it. Get some help. That's a lot of damage. Ich sehe schon, wir hätten noch Schnäppke, Schelterer, Lugok, Gengar kriegen können. Und Metagross, ja. Pff, Alter, could you please stop doing so much damage? Das ist ja richtig viel Schaden, der drückt. Hier, Pokéball, flieg und sieg. Bleibst du bitte drinnen? Please? Thanks, okay, war easy. Wir haben einen Flurmel gefangen, Leute. Naja, ich meine, der Aufruhr scheint ja anscheinend richtig guten Damage zu machen. Das ist ja nicht schlecht. Möchtest du Flurmel einen Spitznamen geben? Ja, wieso nicht? So, ich frage erstmal wieder in den Chat, ob es jemand haben mag. Namenspate sind wieder zur Verfügung. Wir können noch einen normalen Pokémon aufnehmen. Hm. Das Problem ist halt, Flurmel ist halt auch so eine kleine Glaskanone. Das macht zwar ganz guten Damage. Auch die Kravums-Formen und so, die machen allen ganz guten Schaden. Das Problem ist halt wirklich... Das ist halt, es hält halt gar nichts aus. Ne? Es ist halt wirklich ziemlich squishy. So kann man das sagen. Ich nehme es, wenn keiner will. Echt? Wer ist der lauteste Schreihals hier? Na, eindeutig ich. Meine Mutter ist vielleicht noch einen Tick lauter als ich. Weiß ich nicht. Wir sind beide auf jeden Fall Kandidaten für loudest person. Definitiv. Punkte sammeln bis Arena 4. Haha, Angel, I see what you're doing here. Ja, weiß nicht, sucht euch aus, ne? Ich schreibe wieder alles auf den Zettel zur Not. Wenn es mehr als 3 Leute sind, kann ich es mir nicht merken. Fritzki stellt sich auch mal an. Okay, dann schreibe ich auf. Also. Strich. 1 ist Entchen. Den habe ich noch. So. Na, mag noch jemand? Ich meine, wir können es in 10 Level schon entwickeln. Das ist eigentlich okay, aber halt, ich glaube, die Zwischenentwicklung ist auch nicht so richtig krass von Stats her, ne? Die ist eigentlich so eher so meh. Keine Mathe gelernt bei Yoda, ja. Ist ja wie im Osten, anstellen nach Bananen. Punkten. Ne? Why not? So. Bei 3 will er mitschreiben. Tut's schon bei 2. Ja, ich dachte, jetzt kommen noch mehr. Jetzt kommt der krasse Andrang. Aber gut. Ja, machen wir 1 gegen 1. Die 1 ist Entchen. Die nicht 1 ist Ritzki. Heißt, zahlen wir wieder auf 2 setzen. Wir gönnen uns eine Runde Browser-Action. Und ich sage an der Stelle Trumble-Wirbel für das nächste Pokémon. Let's go. Es ist... Schon wieder die 2? Ist das jetzt nochmal gerandomized worden? Oder hat er einfach die 2 nur stehen lassen? Das sah ein bisschen komisch aus, deswegen. Und außerdem steht schon wieder die 2 da. Na gut, bei 2 Zahlen gibt es jetzt nicht so viel Auswahl, ne? Aber ich glaube, es war 9, ne? Die 2 war Ritzki! Ich glaube, es ist wirklich neu. Ich glaube, ich sollte die Seite jedes Mal aktualisieren. Oh, for fuck's sake, ja, ist besser. Damit das Result vom letzten Mal nicht drin steht. Ich habe kein Glück heute. Ich tut mir leid. Mann, oh, I'm so sorry. Aber ich mach das wirklich bloß random. Mir ist es wirklich egal, wer gewinnt. Ich will ja wirklich meine Community muss was zurückgeben. Ja, wer es kriegt, das möchte ich nicht entscheiden. Das wäre unfair. Aber Ritzki, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst ein Flurmel. R-T-R-M-Z-L-L-K-Y. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, siehst du? Was ist eigentlich der Preis? Die Preisliste, hast du die noch gar nicht gesehen? Warte mal, hab ich die gerade so verfügbar hier irgendwo? Warte doch, theoretisch ja, easy. Ist ja eigentlich machbar. Ich muss ja nur in Discord meinen Link aufmachen.
Wo hab ich das gepostet? Was ist denn das für ein komischer, schräger Ton? Das ist super weird. Der Ton ist ja sehr weird. So, ich habe doch letztens hier irgendwo einen Discord. War das im General? Da ist die Docs. Ha! Da ist das Regelwerk! Ich hab's nämlich in Discord verlinkt. Und, warte, Preis ist das Konsolen. Ja, so. Es gibt 5 immaterielle Preise, 6 materielle Preise. Und am Ende ein Trostplatz von 12 bis 16. Das sind für die Leute entsprechend ein Subgift von der Lordschaft, von mir höchstpersönlich. Also, wenn die Leute natürlich gerade Subs sind, kriegen sie den später halt dementsprechend, na, ist ja klar. Es gibt einmal Animal Crossing für die Switch. Das ist von der lieben Lynn beigesteuert, danke dafür an der Stelle. Ja, einmal Nintendo eShop-Gutschein für 15 Euro. Den Amazon-Gutschein habe ich schon hier liegen, deswegen gibt es den auch nicht nach Auswahl, weil den habe ich schon hier, der liegt schon hier. Den habe ich von der Arbeit bekommen, ich dachte mir so, den kann ich ja mitverlosen. Kai's OnlyFans-Account ist Platz. Gott, nee. Please, danke. So, 2x25 Euro Gutschein nach eurer Wahl. Ja, ist jetzt egal, ob Nintendo eShop oder Steam oder Amazon, da gibt's das alles 3 ist. Da gibt's das noch einmal für den maximalen Preis, das einmal 50 Euro. Und immateriell gibt's einmal eine Aussage, eine einmalige Aussuche für ein neues Stream-Projekt. Also wirklich ein neues Spiel, was ich vielleicht schon kenne, vielleicht aber auch noch nicht. Was ich dann im Stream durchzuspielen habe. Deswegen sind endlos Spiele ausgenommen, weil die kann ich nicht durchspielen. Das geht nicht, das ist schwierig, ne? Ansonsten dürft ihr euch gerne auch zweimal einen Stream auswählen für ein komplettes anderes Spiel, was auch kein Stream-Projekt sein muss, für wie so lange halt der Stream halt eben geht. Ne? Und zweimal die kostenlose Kanalpunkte-Belohnung. Das ist so fast schon ein bisschen so trostbeißmäßig. Das will doch keiner sehen, Kali. Kana, dankeschön. Das war viel unhöflich. Das ist aber nicht nett. So, guck mal hier. Guck mal, ich find das putzig. Das ist niedlich. Aber es guckt stark ein bisschen. That's true. So, was ist der Browser? Zack, weg. Weg, weg ist er. Und wir brauchen ein neues Icon, Leute. Ich kann gleich den Browser nochmal aufmachen. Wir brauchen ein neues Icon. Sieh dann, jetzt die Lübschaffel 46. Holy shit. Ja, ich brauche für den Schreihals ein neues Item. Das ist richtig. Wo ist denn das? Wo ist denn der Schreihals? Oh, Gewey hat ja auch ein süßes Icon. Das ist auch schnuffig. So, da. Flummel sieht er aus. Richtig zugedröhnt, der Boy. Holy shit. Der nennt sich so Smoke Weed every day. Geil. So. La 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 la. Ich mag die Mucke nicht. Ja, oder mag ich sie nicht mehr. So, Poke-Icon 5. So, wo haben wir es? Aus der Fotoecke. Bildmaterial. Programmprojekt. Da ist es. Zack. Ja, das passt so von der Größe, denke ich, schon relativ gut hier rein. Ist ein kleiner vielleicht noch. Und dann erstmal ganz kurz den hier machen. So. Passt. Poke-Icon an die Stelle ziehen. Zack. Und den Counter muss ich jetzt bloß noch entsprechend Ritzki zuordnen. Dieser PogChamp ist echt not like this. Ja, hat vorhin schon jemand gesagt. Kann ich euch nur zustimmen. Sieht echt ein bisschen Käse aus. Aber aktuell macht das ja Twitch, dass jeden Tag ein neues PogChamp-Emote kommt. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch durchziehen wollen, ehrlich gesagt. Ich halte das nicht für die smarteste Idee. So, neues Bild ist drin. Mal gucken, welcher Counter dem zugewiesen ist. Das muss ich hier auf meinem Streamdeck gucken. Pokémon-Counter. Wir brauchen auf jeden Fall einen Counter für den lieben Ritzki an der Stelle. So, Leerzeichen. Und dir ist die Textdatei DC6 zugewiesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob die schon immer benutzt haben. 5 haben wir gebraucht bisher. 4. 10. Und 15. Dann ist die 6 auf jeden Fall hier okay. Und ich muss jetzt bloß noch diesem Counter hier die Zahlnummer 6 zuweisen.
DC6, da haben wir's. So. Und wenn ich jetzt auf meinen Ritzki-Button drücke, müssen wir dann einen Punkt kriegen, ne? Jawohl, es geht ja schon. Oh, gut. Das klappt doch wunderbärchen, Leute. So. Aus welchem Game kommen eigentlich die Icons? Die sind schon sehr kugelig. Die sind aus Pokémon Shuffle. Charlie hat es gerade schon geschrieben. Dankeschön übrigens. Ich finde die echt hübsch. Es gibt da sehr viele schöne und ich glaube, wir können den Browser nochmal gerne aufmachen. Könnt ihr euch mal angucken. Weil da gibt es nämlich sogar die neuesten Pokémon teilweise drin. Da gibt es schon sehr schöne Icons, muss ich sagen. Manche werden auch richtig gute Discord-Emotes, muss ich sagen. Ich mach den Browser nochmal an hier. Huch, jetzt ist es groß geworden, ne? Schiebe ich das mal irgendwie so rein hier? Also, das wäre auch ein guter Geldgeile. Oder der hier wäre ein guter Geldgeile-Mode. Ja. Das ist so richtig hochnäsig so. Also, ich finde, da könnte man geile Emotes draus machen, wie ehrlich. Das ist einfach so ein Surprise Pikachu-Face. Der ist so richtig so. What the fuck? Echte die statt den DS-Sprites für meine Diplomarbeit. Ich finde die echt gut. Ich mag die Icons sehr, sehr gerne. Finde die toll. Habt ihr auch erst kürzlich entdeckt. Die sind einfach aufgrund ihrer schönen, starken Outlines und ihrer recht einfach gehaltenen Grundformen, also es ist ja sehr, eigentlich sehr wenig detailreich, sag ich mal, finde ich die eigentlich echt sehr gut geeignet für kleine Sachen, die du im Hintergrund irgendwie als Design hast. Das ist absolut perfekt dafür. Aber gut, erstmal wieder ausblenden und wieder kleiner machen. Diplomarbeit zum Pokémon-Professor. Wenn sowas geht, warum nicht? Lass doch die Leute Spaß haben. So, jetzt hat Ritzki auf jeden Fall seinen Counter und seinen Platz im Team. Wir gucken uns das Pokémon natürlich erstmal an anderer Stelle. Er ist auf jeden Fall schon Level 10, das ist ja vom Level her nicht ganz so abweits. Kauziges Wesen, ist relativ normal. Lärmschutz ist praktisch gegen diverse Gesangs-Pokémon, ne? Ich sag da nichts gegen. Und man sieht schon hier, der Damage-Output, der ist definitiv besser als die Verteidigung. Das ist halt bei den Pokémon so. Und Aufruhr hat halt auch einen wirklich cremigen Damage-Wert. 90 ist halt wirklich viel für so ein Level 10-Pokémon. Auf jeden Fall krass, muss ich sagen. Aber wir müssen jetzt mal raus, weil unser liebes Pummelhof ist schon wieder halb tot. Und ich habe eine TM gefunden. Okay, also Schlammbad ist jetzt nicht so kacke, ne? Eine physische Giftattacke und Horny kann sie nicht lernen. Okay. Das ist ein bisschen sad. Ich dachte jetzt echt, ich kann Horny einfach Schlammbad beibringen. Das wäre nämlich eine richtig schöne Attacke für ihn gewesen. Oh, das ist bitter. TM Stahlflügel ist nun Schlammbad. Dabei haben wir es extra so gerandomized, dass die TMs mit dem neuen Typen wahrscheinlich von Pokémon gelernt werden können, die denselben Typen haben wie die gerandomized neue Attacke. Das ist natürlich bitter, Leute. Noch nicht Professor, aber bald Ingenieur. Sowas gibt's da noch so hier in der Höhle. Oh Mann, oh. Ein cooles Kampf-Pokémon. Das wäre gut gegen Stahl-Pokémon gewesen. Verdammt! Mist. Mist. Aber ein Bibor konnte nie Schlammbad. Ja, aber es ist egal. Wenn die Grandmeister-Attacke Gift ist, dann ist eigentlich bei Bibor die Chance von 90%, dass es auch lernen kann. Ich finde das gar nicht schlecht, weil dadurch kann man auch so halt auch mal ein paar vernünftige Attacken lernen. Weil viele andere gute Giftattacken lernt Bibor halt auch echt nicht, wenn man ehrlich ist. Eine Giftstachel und dann höchstens noch irgendwie Giftstreich oder so Käse. So, ich weiß nicht, ob du inzwischen Counter kannst, Freundchen. Ne? Aber egal, wir trainieren ja Dexy. Von daher. Should be fine, I guess. Aber wir merken, hier in der Höhle gibt's Isso. Das ist natürlich sehr unschön für mich. So, und ja, ich werde jetzt hier ein bisschen kämpfen. Und hoffen, dass Dexy hier ein Level abkriegt. Sehr schön. Aber die Issos hier über die Höhle werden natürlich über die Dauer echt nervig werden, ne? Pierlich. Level 90. Herzlichen Glückwunsch. An meine werte Mutter. So. So, wir werden ganz schnell mal hier in die Gräser. Was gibt's denn hier? Okay. Hi. Habe ich da überhaupt was gegen? Nee, ne? Oder? Kann irgendeiner von unseren Pokémon das Pokémon besiegen? Nee, ne? Nö, gut.
Also wird ja eigentlich, ne? Gut, dass Ninja Tom jetzt da ist. Ja, schön. Okay, hier trainieren ist echt kacke. Das ist okay, I guess. Männliche Nidoran. Boah, das ist cool. Das ist zwar auch sehr Vanille, aber hätte ich cool gefunden. Weibliche Nidoran gibt es offenbar auch. Und Level 11 für Dexy. So. Dann werden wir Dritzki noch mal ein bisschen leveln, also vielleicht ein bisschen Levelangleichung machen. So, ja, ich weiß, Dexy wird jetzt gleich ganz kurz mal im Trainingsmodus an Gift versterben, aber. Wie gesagt, wir sind im Trainingsmodus. Wir trainieren jetzt ein paar Pokémon. Und. Ja. Ich hatte jetzt eigentlich auch keine Lust gehabt dafür, echt noch schnell noch ein Gegengift zu opfern. Es tut mir leid. Dexy ist nichts Persönliches oder so. So, na gut, Aufruhr merke ich gerade den Nachteil, dass ich dann nichts machen kann. Das ist wie Walzer. Wenn ich das einmal drücke, muss ich das auch weiter durchziehen, ne? Aber es macht echt extrem viel Damage. So. Ich nehme jetzt hier auch schnell ein paar Level mit. Für die Neulinge. Damit die nicht instant wegkrepieren. Das wäre mir wichtig. Stauner und eine Geistattacke. Jetzt können wir das Vieh besiegen. Jetzt haben wir die Option, einen Ninja-Tom zu besiegen. Wir haben eine Geistattacke. Ha! Geil! Ritzki ist unser Geisterfinisher jetzt so offiziell. Das ist gar nicht so schlecht. Ich finde ich ehrlich. Das könnte witzig sein. Vergiftet. Käse. Immer noch 12. Das ist höher als ich dachte. Wieso höher als du dachtest? Achso, weil du dachtest, du bist ein Zufall runtergerutscht. Ach, na Quatsch. Du verlierst ja keine XP, wenn du nicht da bist, eine Weile. So. Lalalala. Oh, Dexy hat ein Item gefunden. Und es ist eine Fragia-Beere. Eine Viagra-Beere. Geil. Cool. Da kann Dexy auch noch ein bisschen fighten. Ach, die vergiftet sich halt immer den ganzen Nidorans, ne? Sehr ehrlich. Merrills. Ich glaube, jetzt benutze ich da mal kurz ein Gegengift. Ein Gegengift ist doch ganz nice. Nee, gegen die kämpfen nicht mehr. Die sind doof, die Mama, die ist gemein von mir. Hey, hey. Aber die holen auf. Ja, klar, aber geht nicht so schnell. Dauert ja schon eine ganze Weile, bis man da mal so ein Level bekommt. Ich habe jetzt ja die letzten Tage auch nicht so exzessiv gestreamt, wie das teilweise noch vor ein paar Monaten der Fall war. Das merkt man halt schon. Ich bin schon wieder vergiftet. Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft triggert denn... Toll, danke. Tschüss. Gut, heilen wir uns nochmal schnell. Oh, ich habe es noch geschafft, bevor Dexy krepiert im Trainingsmodus. Fein nach, I guess. Komm, Level 12 hätte ich noch gerne, ne? Oh, ich habe mal kein Gift-Down kassiert. Sehr schön. Sehr schön, Dexy erreicht noch Level 12. Das freut mich. Sehe ich gerne. Und jetzt denke ich mal, können wir auch relativ gefahrlos in die Höhle gehen, oder? Ich denke schon. Schlabel, ding, di, du, doi. So, jetzt werde ich erstmal ein bisschen Charlie leveln, damit die Level 16 erreicht und erstmal ihren Entwicklungspower-Spike bekommt. Kein Charlie kriegt jetzt erstmal XP. So, ich habe noch ein bisschen was zu trinken, aber mein Metzumix aber schon alle, ne? Mein Metzumix und meine Fritzel war ich schon komplett ausgesoffen. Ich alter Trinker. Kai, ich bin dafür, was? Ich bin dafür, Kai macht heute bis Siegfried. Mhm. Ja, ich nicht. Nicht so wirklich, ne? So ein Perlu. Ja, ist halt auch ein Wasser-Pokémon. Das ist jetzt nicht so geil, ne, was geht. Süffel. Ja, ich habe eine ganze Metzumix-Flasche mit 1 Liter ausgetrunken und eine ganze Honigmelonen-Limo. Aber das sind aber auch insgesamt, muss ich sagen, nur 0,33 Liter und, was ist das hier von der Flaschenmenge her? 1 Liter. Ich habe 1,33 Liter getrunken. Geht. Und jetzt kommt nochmal, wie viel drauf? Wie viel ist da drin in der Flasche? Ein halber Liter. Prost. Geil. Oh, cremig. So, ist natürlich jetzt ein Pokémon, was für Charlie jetzt nicht so geil ist, weil Erkaknarre ist zwar nicht sehr effektiv, aber Perlu hat sehr gute physische Verteidigungswerte, deswegen könnte Erkaknarre letztlich der stärkste Move sein, den ich habe.
Aber wir testen es einfach. Wir machen kurz Tackle. Sehen, der Schaden ist mehr. Schafft man ja locker in einer Stunde und 15 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Easy. Ich könnte mir vorstellen, dass Arkenerer mehr Damage macht. Ne, doch nicht. Gut. Hab nur schon gesagt. Ja, ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass Charlie deutlich einen besseren physischen Angriff hat als speziell. Das macht natürlich noch eine ganze Menge aus. Jetzt könnte die Arkenerer mehr Damage machen. Theoretisch. Maybe. Ja. Bam. 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 Oh nein, da kommt der Whirlpool. Jetzt darf ich nicht mehr auswechseln. Charlie, du musst es jetzt schaffen. You have to do it. You gotta do your best. Headshot. 400 fucking XP. Alles klar. Gut, danke. Ich hab verloren? Ja. Du musst mir jetzt all dein Geld geben und deine Unterhose. Wait, what? Hallo, Trainer. Wer da? Wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Hast du zufällig einen Spiegel dabei? Benutzt den ein bisschen zu häufig? Käfersammler Jared, Alter. Was ist denn für ein Name, dieser? Pokémon an. Wait, Unterhose? Jetzt an die random Trainerin. Das ist cool. Charlie, keiner klaut dir Unterhosen. Außer der Opa aus Ranma in Halb, Alter. Der denkt sich so, fette Beute, fette Beute, fette Beute. Ist Kai jetzt der alte Perversling aus... Alter, war Entchen, als ob du an dasselbe denken musstest wie ich, Alter. Geil. Was willst du mit einer benutzten Unterhose? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich mache einen auf Eagle-YouTuberin und verkaufe die gebrauchte Unterwäsche. Ich habe gehört, dass das ein gutes Business im Internet ist. Gab es da nicht irgendeine Streamerin, die ihr gebrauchtes Badewasser verkauft hat? In Flaschen? Was giga disgusting ist, aber es gab Leute, die das gekauft haben. Was ich beim besten Willen wirklich nicht verstehen kann. Ja, ist egal. Ich will das nicht weiter kommentieren, ne? Kein Paar, wie man nicht schreibt. Hapusai, ja, Hapusai, irgendwie so, ne? Ja, wenn man nicht schreibt, weiß ich auch nicht. Bestimmt die japanischen für 50.000 Schriftzeichen bei uns verkürzt worden. Aus Gründen. Charlie entwickelt sich, Boys. Ich brauche neues Icon, scheiße. Charlie kriegt ein neues Icon. Ein Icon. Hapusai. Okay, krass. So. Und zack, aktualisiert. Ha, easy. Fast rechtzeitig. Ein Murabä. Kali, hör auf, andere Pokémon zu dissen, ist unhöflich. Denk an die Regel, keine anderen Pokémon zu dissen, ja? Ja. Freut sich. Und Ritzki hat den Lebensstil Level 4. Charlie versucht Leben schon. Krämisch. Sehr, sehr krämisch. Sehe ich mich, Lebensstelle. Na, Lebensstelle könnte noch nützlich werden, ne? Sind wir ehrlich. Genauigkeit senken ist schon lecker. Machen wir Heuler weg, komm, tschüss. Braucht keiner. Schwupp. Charlie kann jetzt auch, kann jetzt nicht mehr weinen. Sie kann jetzt bloß noch mit Dreck schießen. Das hört sich irgendwie komisch an, egal. Aber nach so einem geilen Bohnensoufflé, who knows, ne? Obwohl, also Charlie kriegt so einen Punkt, ne? Zack. Trainerpunkt. Din, din, din. Du, hier, komm mal, ja. Das Geräusch habe ich nicht mit meinem Mund gemacht. Was? Ja. Alter, bist du der Einzige, der die Musik richtig abfuckt? Sehr fragwürdige Aussagen heute. Es tut mir leid, Carla. Sorry. I'm so sorry. Ja, aber. Das sieht halt aber aus wie so ein Kackestrahl. Kann ich auch nichts für. Mann. Kann ich auch nichts für. Boah, ey, die Musik fuckt mich wirklich ab, ne? Dieser schräge Ton im Hintergrund. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Wer hat denn diesen Sound kreiert? War der bekifft? Das klingt ja, als wenn jemand über irgendeine Xylophon-I-Tastatur gerannt ist. Da ist ein Pokémon-Ruf entstanden. Ja, da ist Leufeo drinne.
Ich höre es doch. Es ist da drin versteckt. Das ist ja super anstrengend. Oder bin ich der Einzige, den das so triggert? Ich finde das sehr anstrengend, echt. Wirklich. Das sind diese binauralen Lavendertown-Beats. Kai, mach lieber das Fenster zu. Ich merke schon, Alter. Das ist ja super weird. Horny kriegt Punkte. Nee, ich mag nicht, ich mag... Oh, nee, Alter, I geht nicht. Dieses Hochziehen der Töne ist ja ekelhaft. Oh, ich hasse mein Leben. Fuck my life. Das ist aber ein fucking Knackleon. Junge, wir haben einen Flurmel bekommen und hätten einen Libeldra bekommen können. Also die Vorstufe von Libeldra, ist aber fair. Ne? Die Frage ist, ob das bis Level 45 überhaupt überlebt. Aber what the fuck, wieso eigentlich ein Pokémon, was gegen Stahl gut wäre? Und wir kriegen Flurmel. Dankeschön, Spiel. Die Jonga nur Arsch. Boah, ich muss ganz schnell hier raus. Der Ton ist super anstrengend. Das zieht sich doch bisher durch fast alle Routen, also. Das klingt wie irgendwas, das man zu Hypnose oder so benutzt. Du meinst so Beeinflussungsgehirn-Mikrowellentöne? Kamaup. Okay, Charlie würde dir jetzt hart den Arsch aufreißen mit einer Aquaknarre, ne? Aber Horny denkt sich so, please don't kill me. Bei Feuer und so. Ja, hier, Charlie, go. Let's go for Charlie. Ey, nichts gegen meinen flurmeligen Boy. Der carryt doch noch den Run. Ah, who knows? Might be possible. Aquaknarre! XP, danke. So ein Rihorn. Hello there. Hallo und tschüss. Tschüss, Mirko. Meine Pokémon bringen es nicht. Was, General Kenobi? Was ist los? Also, hello there. Hey, ein Pokéball. Toll, freue mich. So, warte, Charlie und noch jemand haben einen Punkt bekommen. Ah, und zwar Charlie und Horny, ne? Ne, Horny hat keine Punkte bekommen, weil Horny ist kein Pokémon. Ja, also Charlie einen Punkt bekommen. Hey, müssen wir die anderen trainieren hier? Du hast Ritzki, du wolltest carryen, let's go. Du hast Ryan. Ah, stimmt, ich hab den Rivalen geskippt, lol, true. Oh, stimmt. Egal, machen wir später. Die können wir auch später noch machen, easy. Stimmt, den Boy hab ich ja vollkommen vergessen. Ja, wir können jetzt zurücklaufen, aber... Das ist jetzt mir nicht worth. Bin ich ehrlich. Ach, er hat ja Lärmschutz. Na gut, dafür klappt aber sein Bums bei mir auch nicht. Fair enough, I guess. Ja, frisst Fund. Immerhin ist Flurmel damit ein sehr guter Flurmel-Counter. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, da muss ich keine Angst vor dem krassen Aufruhr haben. Der macht dann nun mal sehr viel Damage. Nö, jetzt denke ich mir so... Ein würdiger Widersacher. Hello there. Schon wieder. Oh, ich hasse mein Leben. Ein fucking Abra. Oh, Mann, oh. Du Ekelhaften. Wenn wir jetzt der Teleport ein. Uff. Abra ist geflüchtet. Aber gut, wir hätten es ja so lange wieder sehen können, bis wir ein Abra kriegen, ne? That's the rule. Habe ich dich schon besiegt? Nö. Abra, Pock. Kapau. Käfersammler Magnus am Stissel mit Carpador. Na gut. Das denkt sich Kai. Ja, echt so. Ja, Whisky, du wolltest Carry, ne? Hier, komm. Carpador. Gute Carpador hat relativ Initiative, ne? Carpador ist wirklich ziemlich schnell. Mag man nicht für möglich halten, es hat aber relativ Initiative wert. Meine Aufruhr macht aber wirklich guten Damage. Kann man sich echt nicht beschweren. Tschüss. Wow. Aber da gibt es sowieso gar keine Erfahrungspunkte. Ein Raupi. Und Risky denke ich so, jo, Alter. One shot. One shot for the chance to go. Und ein Safcone. Nee, nicht beruhigen, weitermachen. That's a lot of damage.
Hilft dir auch kein Härtner mehr, Safkon, glaub mir. Jetzt sie kommt einfach zu mir. Prügelt sie so durch, so wie so ein Anime-Boy, weißt du, der voll auf Rage geht. Macht so einer auf Dragon Ball, so hora, hora, hora. Ist das auf Dragon Ball? Keine Ahnung. Kenn mich nicht aus. Oder ist das hier JoJo's bizarres Dingsbums? Oh, die Musik geht mir auf die Eier. Haben wir schon wieder eine Stunde rum? Nö, easy. So, ich hab gehört, du one-shottest ihn jetzt einfach. Oh ja, Punkte, scheiße. Letzki hat gefightet, ne? Und zwar alleine, glaube ich, ne? Oder? Ja. Hey, erster Punkt, easy. Hat Letzki nicht schon mal im Trainerkampf mitgefightet? Ich überleg grad. Kommt mir so komisch vor, dass er nur einen Punkt hat. Ist das wirklich sein erster? Ich muss da viel mehr drauf aufpassen, ne? Also ich habe gesagt, ich habe ja schon auf dir in die Regeln geschrieben und auch ins Ankündigungsvideo. Ich übernehme keine Gewähr für alle Punkte. Also jeder im Notfall für sich selbst verantwortlich. Oder auch für seine Mitspieler, wenn man nett ist wie Entchen. Weil ich denke mir ganz oft so verpeilt. Ich würde gern. Darf ich nochmal zurückgehen und Schutz kaufen? Eine Arena, eine Arena-Beere. Oh mein Gott, bitte stop it. Please. Du brauchst uns einen Punktbeauftragten. Man merkt das schon, ja. Zumindest ich habe halt nicht sehr viel Aufruhr, ne? Fünfmal. Nee, geh weg, tschüss. Death Counter mal anders. Ja, das ist ja meine Funktion, für die ich für Death Counter normalerweise benutze. Die habe ich einfach umfunktioniert. Man kann die ja für viele Sachen benutzen. Die ist ja nicht nur für Death Counter geeignet. Hallo, ich rauf Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arena Boy aus Memoria City. Cool, herzlichen Glückwunsch. Trainer! Wait, ist die mir gerade voll in den Weg gelaufen? Oh, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Hi, guckt sich hier. Nee, nein, nein. Höre Miriam. Du hast ein paar krasse Pokémon, Boy. Freaking Lavita, hallo. Bruder muss los. So, Dexy kriegt auf jeden Fall schon Punkte. Und kann schon mal safe sein, dass Charlie auch Punkte kriegen wird. Das ist ein fucking Lavita. Ich muss Akku-Knarre benutzen. Ja, wegen dem Spezialangriff macht das nicht ganz so viel Damage. Gut, dass wir in der dritten Gen sind. Ich meine, Rival 2 geht nicht nach Rival 3. Aber gut, ich habe ja nicht gesagt, dass ich alle Trainer safe machen. Ist natürlich jetzt ärgerlich, aber... Nein, komm. So, Kanivana. Ja, da bleibe ich jetzt einfach drin. Ich nehme es Level 17 mit. I take it, weil gegen Kanivana möchte ich nicht auswechseln. Das ist mir zu riskant. Das macht mir ein bisschen zu viel Damage. So, zack. Charlie Curry gerade so ein bisschen, ne? Aber gut, ist ja jetzt auch entwickelt. Macht auch Sinn. So, das heißt, der Dexi kriegt einen Punkt. Und Charlie Pfeffer. Ich glaube, ich gehe mich gleich nochmal heilen, oder? Habe ich noch ein paar Tränke? 7. Das ist ja echt nicht viel mehr. Ach, die Anima. Ach, die kann man skippen, lol. Sag mir das doch, dass das geht. Das wusste ich nicht. So. Versuchen jetzt schnell durchzuflitzen. Ich mag den Mondberg echt nicht, ne? Ach, stimmt, der Team Trottelboy. Lol, da war ja was. Oh, TM Finte gefunden. Das könnte ganz lustig sein. Oh, wie cool! Ich hab Hoden gefunden! Ich hab random Eier gefunden! Wie cool wäre das denn als Routen-Pokémon gewesen? Der kann einfach Staccato, er kann für Eier schmeißen. Er schmeißt sich selber, basically. Der Owei wäre ein cooles Pokémon gewesen. Das hat man auch nicht jeden Tag, ne? Sind wir ehrlich. Boom. Es schreckt zurück. Oh, es ist vollständig paralysiert. Was ist das? Merkt man, dass ich zu viel Pokémon in meiner Kindheit gespielt habe? Vielleicht. Ey, wir drehen ein dickes Ding, Mann. Mach dich vom Acker, Brudi. Auf die Bretter. Schade, es geht doch zu Boden. Ah, geil. Retro-Feeling. Absolut, Leute. So, Zickzacks gegen Zickzacks. Dexy gegen Dexy. Let's go. Unser Dexy ist cooler. Boom. Oh, schöner Damage. Oh, und zurückgeschreckt. Und another one. Also, Leute, basically, wait. Wait, there's more. Basically, das hier. Another one. Na? Jedes Mal zurückschrecken ist basically another one. Easy. It's a free real estate.
Schneckmack. Das ist auch cool. Ah, du hast bestimmt Brandkörper-Shit, ne? Ah, egal, Dexi, packst du. Ist nur ein Schneckmack. Er hat keine Base-Stats. Ist komplett schlecht. Ich finde, dieses Geräusch klingt immer noch wie dieses Wow aus Fairy Tail, ne? Also das hier ist schon. So ein bisschen, finde ich, klingt das wie das Gainer-Geräusch, bin ich ehrlich. Nur so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen, aber ein Stück weit. Auditiver Trigger setzt bei mir wieder komplett ein. Und Dexi, ich Level 13, sehr schön. Sand. Naja. I mean, I guess ist besser als Heuler oder Rutenschlag. Naja, wieso? Nimmst du Sandwirbel mit? Wer weiß, wozu man es mal brauchen kann. Einfach mal die Genauigkeit ein bisschen abfacken, let's go. Da sehe ich mich. Du bist eine Artenus, Kitty. Hab ich gerade als Kitty bezeichnet? Ich bin 28. The fuck? Wenn ich Kitty bin, bist du Boomer. Eindeutig. Ein Ex-Angriff. Das ist quasi eine Technik gegen Avatar Aang. Den Ex-Angriff. Please don't kill me. Kann bitte jemand die Musik ausstellen? Die ist wirklich anstrengend. I don't like it. Da fand ich das Original besser. So, ich glaube, wieder Zeit für einen Synchroli-Fight, ne? Oh, okay. Pfui. Was denn? Eine Auswahl von Teenager-Gästen. Schwall, Bini! Was habe ich mir jetzt ins Auge gerieben? Hilfe! Ich bin blind! Besser. Du die Punkte für Rocket-Kampf. Oh ja, stimmt. Wer hat denn da gefightet? Dexi, ne? Dexi auf jeden Fall? Oh, ich muss da viel mehr drauf achten. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich im Verlauf der Challenge auch mal dran. So, automatisch im Putzu. Jo, hast Trainer gemacht. Punkte. Fertig. In dem Trainerkampf hat Dexi auf jeden Fall gefightet. Oh, ich müsste jetzt. Ich gucke jetzt kurz ins VOD, Leute. Ich bin jetzt richtige Cheater-Boy und guck kurz ins VOD. Also in meinen eigenen Stream. Und zwar in die Aufnahme meines eigenen Streams. Da kann ich reingucken, easy. So, hier Lord Kai. Ja, mach mal hier die Videos auf, bitte. So, da ist ja vom Video noch das letzte Video drin. Übertragungen. Kais große Region Lock. Ich stream schon seit 5 Stunden heute. What the fuck? So. Das ist die komische Göre. Habe ich den Rocket Boy besiegt. Ich muss das mal kurz größer machen, damit ich die Zeitleiste besser ziehen kann. Gerade eben erst, ja, ich weiß. Also Lexi hat ja gegen Obai gekämpft, die Punkte sind noch gleich wie eben. Und dann habe ich gegen den Rocket Boy gekämpft. Ah, da ist es. Ich kann ja aber die Wiedergeschwindigkeit mal auf zweifach stellen. Dann geht das also ein bisschen fixer hier. So, gegen Orga drüben. Zigzags gegen Zigzags, genau. Da hat Dexi gegen Dexi gefightet, genau. Kann mich erinnern. Und danach hat sie, glaube ich, das andere Pokémon auch noch gleich mitgenommen. Und dann ist dann Level 13 geworden. In anderen Worten, Dexi hat den Kampf komplett alleine gecarried. Und kriegt damit. Ja, das Schneckmann hat sich auch noch verprügelt. Okay, Dexi kriegt alleine einen Punkt. Zack. So. So, gut geschrieben. Ja, da muss ich mich echt dran gewöhnen, aber das dauert halt ein Weilchen, dass man sich dran gewöhnt, dass man immer irgendwas auf dem Streamdeck antippen muss, nachdem man den Trainer beendet hat. Es tut mir leid. Aber give me some time. Ich denke, da gewöhne ich mich dran. Ist halt auch eine Gewohnheitsfrage, denke ich mal. So, später kann ich es wahrscheinlich gar nicht mehr ohne aufs Streamdeck zu gucken. Nach dem Trainerkampf den Kampf beenden. So, jetzt die Frage. Schwalbini macht natürlich viel Damage, ne? Growly, hältst du das aus, mein Brudi? Komm. Ha! Das ist echt praktisch, ne? Also Schambolzen ist schon echt nützlich manchmal. Growly macht dann einen auf den hier. Harr. Ne, wie aus den. Wie wieder einer aus Shoot is Manitou hier. Auf welche Szene war denn das?
Weiß ich gar nicht mehr. Gab's da auch so eine Szene? Du Schlawiner, genau. War das in dem Taxi, wo die hinten da Musik machen? Ich glaube ja, ne? Der Vinny-Touch. Ich glaube, es war hinten im Taxi, wo Musik gemacht mit dem. Ich kann das gar nicht so gut, ne? Sorry. Dafür bin ich nicht homo genug. Kirlia, oh krass. That's some flex, bro. Aber I guess, das kriegt Growly auch hin, oder? Sorry, ich muss kurz kotzen, ich sehe gerade Doppelteam. Vinny-Touch mit Kriegsbemalung als Katze. Ah ja, stimmt, so war's. Ja, genau. Oh, der Fund ging ins daneben. Oh, nee, don't, please don't do that. Space Taxi to the sky. Geil. Ach, Carla, schön. Kannst du auch mal treffen, Growly, please? Wenn es so weitermacht, macht er mein ganzes Team tot, ne? Okay, der Damage ist aber... Alter Junge! Kann ich auch mal bitte treffen? Hi, hi, hi to time. Oh mein Gott, ich meine noch nicht mal Damage. Okay, komm, reicht mir. Jetzt reicht's mir. Ritzki, mach mal bitte hier dein Erstauner-Dings. Could you do it for me? Das sind aber zwei verschiedene Filme. Stimmt. Oh mein Gott, er hat jetzt drei von dieser Fluchtwert-Scheiße drin. Ich kotze. Hey, please hit him immediately. Oh mein Gott, das ist viel Damage. Ah, das ist nicht schön, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Not gonna lie, das gefällt mir überhaupt nicht. Er hat jetzt halt drei Doppelteams drin. Teamse. Schuh des Manitou und Traumschuss Surprise, das stimmt. Ja, heul mich ja dann, ist mir egal. Das ist mir wurscht. Oh mein Gott, ich treffe, bitte töte es. Oh, thanks. Charlie, du bist ein Lifesaver. So, Growly, Charlie und Ritzki haben Punkte erhalten, ne? Hab ich richtig gelesen, ne? Gut, das ist die drei haben auf jeden Fall schon mal gefightet. Growly, Charlie, Ritzki. Ja, und Dexy, glaube ich, auch, ne? Oder? Ah, ich muss mir das echt besser merken, ne? Am besten mache ich mir irgendwie so ein Notepad oder so. Oder irgendwie sowas auf dem Handy oder so, wo ich irgendwie drauf tippen kann. Und dann immer genau sehe, wen ich benutzt habe oder so. Ja, da muss ich noch ein bisschen besser drin werden, ne? Das erwartet noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall haben aber die zwei hier gerade gefeiert. Also Growly und Ritzki im Red Fusten zu fighten. Und Charlie hat geholfen. Horny habe ich, glaube ich, nicht benutzt. Oder du fragst jemanden im Chat, der aufpasst. Das stimmt, aber das kann ich ja nicht immer von euch erwarten. Das ist ja unfair. Das ist ein bisschen gemein euch gegenüber. Ja gut, Weberak, das nehme ich jetzt noch schnell mit, ne? Ist natürlich ärgerlich, die XP könnte der Rest des Teams ehrlich gesagt gerade besser gebrauchen. Aber das Schöne ist, wir können halt immer in Charlie reinzwischen. Die ist das most reliable Teammitglied gerade hier. Das ist, halt ein Starter. Und der Starter ist halt, weil es ja nicht nur ein normaler Starter ist, den wir bekommen haben, sondern es ist auch wirklich ein Starter, ne? Bis jetzt waren es, wobei ich mich nicht irre, Pummelluft 2, Flurmel 1, Marvel 2. Du meinst jetzt in dem Fall gerade, oder wie? Na gut, ich zähle aber bloß einen Trainer als eine Gesamteinheit. Also irgendwo im Trainerkampf muss man mitgemacht haben. Kann ich die Clip-Funktion noch benutzen? Also Growly war auf jeden Fall vorne. Wir haben mit Pummeluff angefangen zu kämpfen und haben gemerkt, das erste Pokémon konnten wir noch töten. Das Kyria wurde uns dann zu doof. Und Charlie hat daher das Weberak besiegt. Das heißt, wir haben Growly, Ritzki und Charlie benutzt, ja. Ich glaube, Dexy war in dem Fight nicht dabei. Zwei Pokémon fand ich schon 3 und Marvel 2, genau. Das heißt, Dexy kriegt als einzige keinen Punkt. Tut mir leid. Das heißt einmal 1, 2, 3. Ah, klappt. Da muss ich mir echt noch ein bisschen hinterfixen, leider. Ich würde so gerne mich schon wieder heilen, aber ich glaube, ich snacke jetzt einfach Tränke, aber ich will halt auch ein paar Tränke noch übrig haben, ne? Ist ja echt nicht gut hier, ne? Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Bitte? Ich vermuchst dich durch den Knoten in deine Unterhose. Obwohl, das männliche Liebe ist nicht. Wanderer Rufus! Ein Krabby.
Ein crappiges Krabby. Obwohl Krabby auch cool ist. Krabby hätte ich auch gerne mal in der Socke. Habe ich auch noch nie benutzt, glaube ich. So, wir merken übrigens relativ schnell, dass Growly aufgrund seiner KP zwar irgendwie so eine Semi-Tankiness hat. Die ist aber echt eher sehr fahnenscheinig. Er hält halt echt nichts aus. Ich habe jetzt schon wieder Angst, drinnen zu bleiben, obwohl er freaking 37 KP noch hat, ne? Werde ich mir jetzt denke, so, ja, Dexy könnte ich noch reinschicken. Horny wäre auch noch okay. Einfach, weil die Stats halt echt eine Katastrophe sind, so rein dev-technisch schon. 11 halt, ne? 11 ist halt wirklich wenig. Jeder andere hat halt mehr. Das ist schon bezeichnend, muss ich sagen, ne? Bin ich ehrlich. KP kicken natürlich auch gut rein, aber ja, ne? Wenn man halt schon Damage gefressen hat, ne? Schwierig. Ich meine, basically ist ja jetzt Growly im KP-Zustand, den Ritzki und Dexy normal ungefähr haben, ne? Muss man auch sagen. Ah, weiß ich nicht. Okay, Krabby ist halt ein physisches Pokémon. Der wird schon Klammer oder sowas haben, denke ich mal. Blubber wird mir nicht so viel Damage machen, aber Klammer dürfte ziemlich wehtun. Ich könnte natürlich immer jedes Mal am Anfang mal einen Igler einsetzen, aber das ist halt auch ein wasted Zug, ne? Mal ehrlich. Er muss ein bisschen fighten, ne? Sonst nehme ich ihn immer bloß mit, damit er XP bekommt. Das wird dazu führen, dass er halt übelst im Behind fällt. Er muss da so ein bisschen fighten. Ich mach mal einen Igler, ich bin mal so doof. Nein, mach vielleicht Blubber. Na, Blubber dürfte nicht so viel Damage machen. Das dürfte nicht so viel Schaden machen. Ja, es geht. Ist vercraftbar. Ein Walzer wäre jetzt ganz praktisch irgendwie. Das wäre jetzt ganz witzig. Ja, Blubber verkraftig. 6 Damage, selbst mit Crits in 12. Ah, tank ich noch mindestens zweimal. Oh, meine Innetrop, das ist mir aber egal. Ich bin sowieso langsamer als du. Das ist total okay. Blubber kannst du machen. Okay, okay. Aber ich werde, glaube ich, nicht drum hinkommen, nicht nochmal irgendwann nochmal. Schneckert. Glum, 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 glum. Bam, bam. Ein Vulpix. Oh, schönes Pokémon. Ich auch gern. Ein Vulpix wäre schnuffig. Und ja, das ist wieder Charlie-Job, Leute. Es tut mir leid, aber es bricht nichts anderes. Ja, schön ist aber trotzdem, dass Ritzki hier dafür. Nee, doch. Nee, Ritzki nicht. Ritzki ist Flurmel, ne? Das wird Growl. Der kriegt erstmal sein Level 15 dafür. Ist natürlich schon cremig. Ach, guck mal, da ist Tamtams wieder. So, Growly kriegt sein Level 15. Sehr schön. Kriegst du irgendeinen coolen Move? Die Stats sind halt echt eine Katastrophe, ne? Außer KP, die sind cool. Dummiesel. Oh, das haben wir relativ viele Base-Stats, ne? Muss aufpassen. Tschüss. Mensch, das kenne ich. Ein Igler. Aber gut, er deft aber. Ich versuche mal Horny noch ein paar XP zuzuspielen. Der kriegt zwar keine Punkte jetzt so rein gewinnspielmäßig, aber die XP braucht er trotzdem. Na gut, nach zwei Jahren ein Igler wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ja, komm, Furienstark geht mehr verzauft, dann nehme ich mal halt Stachel. Da kriege ich wenigstens Save and Damage irgendwann. Aua, danke für den Crit. Please Gift. Aua. Boah, es trifft mal krass. Das könnte schwierig werden. Oh mein Gott! Please töte es, danke. Oh, das wusste ich nicht, dass es funktioniert. Also ja, jetzt. Beide kriegen nur einen Punkt. Ja, für jede Teilnahme irgendwo am Trainer kriegt man Punkte. Ich zähle da nicht, wer wie viel Pokémon getötet hat. So. Hier haben jetzt Horny geholfen, Charlie und den ich ganz vorne hatte. Das war ja Crow, ne? Ja. Also einmal da, da und ja gut, für Bieber kriegt ja keiner Punkte. Ich versuche mal, wenn ich dabei bin, mitzuschreiben. Ist es okay, wenn ich diese Nachrichten mit Ad beginne? Dein Chat wird ja ziemlich rot sonst. Pummelluft plus Morabel plus Biber, genau. Ja, richtig, mich auch. Aber ja, kannst du natürlich gerne tun. Habe ich nichts dagegen. Ich meine, ob der Chat jetzt rot oder schwarz ist, egal. Aber ja, so per se ist okay. So, ich bin echt nochmal versucht, nochmal zurückzulaufen, mich zu heilen. Wir kriegen halt echt langsam so ein bisschen Probleme. Also, Charlie ist natürlich noch ein Giga-Fit, ne? Aber die ist halt auch echt strong.
Oh, Entchen. Eieiei. Der Furienschlag war risky. Oh, I got the joke, Kali. So. Ja, den nehme ich jetzt noch mit. Aber ansonsten werde ich mich mal schnell aus der Höhle zurückziehen. Ja, nee, ich gehe jetzt einfach. Tschüss. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ein Schlupfburg, das wäre auch cool gewesen. Also, es war nichts Cooles gegen Stahl-Pokémon, aber ich mag Schlupfburg, ist einfach niedlich. Das ist einfach so ein kleiner Pups. Ein kleiner Klops-Pups. Ja, Trainingsbus kommt. Should be fine. Diese Töne machen mich schugge. Please go away. Hölle, sag mir bitte, dass die Finsterhöhle oder Dunkelhöhle, wie der Scheiß nachher heißt, der Dunkelberg, da wo wir Blitz brauchen, dass der nachher eine andere Musik hat. Ey, bitte. Sonst werde ich... Den muss ich töten. Ja. Gleiche Musik wie Mondberg. Hier noch bei XP mit. War ich eigentlich in der Treppe hier drin? Weiß ich gar nicht, ne? Bin ich ehrlich. Bin ich hier durchgelaufen? Hi, Kleinstein! Hey, du bist ja fast Vanilla. Du bist Vanilla, du. Es gibt hier wirklich Kleinstein, ne? Ja. Hi. Wir sind das Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Gut, dass die sich alle die Bösen mal komplett mit dem vorstellen, was man... Wolltest du nicht Schutz kaufen? Ja, da müsste ich aber noch zurück in die Stadt laufen. Ich glaube, es gibt noch nicht mehr Schutz zu kaufen. Rettern. Das sieht auch ziemlich Vanille aus, bin ich ehrlich. Aber cool, haben wir wenigstens ein halbwegs originelles Ergebnis, bis auf gewisse Abweichung. Und der Bedroher zackt natürlich jetzt ziemlich hart rein, ne, bin ich ehrlich. Aber guck mal, was der Kopfnuss so für Damage macht. Das ist immer noch okay. Hm? Nicht schlecht. Kopfnuss ist halt einfach eine starke Attacke am Anfang, ne? Bam. Dixie, die ist mir scheißegal. Mit dem Kopf durch die Wand. Boom, tot. So ein Meryl. So. Ich überlege, ich könnte was anderes machen. Boah, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. So. Wen haben wir jetzt gehabt als Gegner hier? Meryl. Eigentlich könntest du das auch noch machen, aber der Angriff ist gesenkt. Das wird echt ziemlich lange brauchen, ne? Ja, ihr seid aber beide noch Level 13. Ihr müsst noch ein bisschen leveln, Jungs. Also hier, ich take die Kopfnuss auf. Wenn ich einen Bedroher drin habe, ja, man sieht schon, ist nicht so der tollste Schaden, ne? Inzwischen habe ich zusätzlich halt auch noch einen Silberblick und so einen Bums drin. Ah, nee, warte mal. Hier, Ritzki, du wolltest Karin? Hilf mir mal. Take me to the mall today. Jetzt sind da noch einige drin. Bläh. Eigentlich ist Verteidigung gesenkt. Ja, ja, aber auch mein Angriff ist gesenkt. Das Rettern hatte Bedroher und hat meinen Angriff verringert vorhin. So, ich gehe das Risiko jetzt ein und bam, Samper durch. Ja, sehr schön. Ist doch die Frage, ob wir uns am Anfang schon Geld für Schutz überhaupt leisten können. Wir müssen halt erstmal gucken, dass wir immer dringend Pokebälle und Tränke dabei haben. Das ist eigentlich wichtiger. So, Dixie, er kriegt halt echt auch nicht die besten Sets, ne? Und es geht. Das entwickelt sich halt schon aus 20, ne? Ein Kader. Ja gut, ich bin jetzt sowieso noch in meinem Aufruhr. Ich kann also jetzt eh nicht wechseln oder irgendwas machen. Gott sei Dank haben wir Blutsauger nicht gebufft, sonst wäre das jetzt unser Tod. Ziemlich safe. So eine Attacke mit 80 Base, die sich einfach auf die Hälfte des gemachten Schaden heilt, wäre wahrscheinlich hier schon ziemlich broken. Ich finde gut, dass wir das noch umgestellt haben. Weil, für die, die es jetzt nicht wissen, auf YouTube, ihr habt ja den Teststream wahrscheinlich mitbekommen, da haben wir einfach mal die Moves geupdatet mit bis Gen 8. Das kann man machen in dem Randomizer. Das Problem ist dann, ist Blutsauger so stark wie in Sonne Mond. Das heißt, 80 Base-Stärke und heilt sich um 50% des gemachten Schaden. Zigzag und Flummel, ja, tatsächlich. Also, jetzt muss ich den Namen zuordnen können, ne? Flummel ist auf jeden Fall Ritzki. Und Zigzag ist auf jeden Fall Dexy. Was weiß ich. So, Item, meins. Gib. Das klang wie so ein Flatterfurz. Voll kacke. Entschuldigung. Da habe ich mich jetzt inzwischen nicht geheilt, ja, ne? Gut, sehr schön. Ja, dann Zeit für dein Level 14, Bro. Könnt ihr. Oh, wie cool! Oh Mann, wieso gibt es diese Flickrolle-Pokémon? Ich habe die alle nicht gesehen.
Muh! Sogar schneller als ich. Oh, Seba wäre so cool gewesen, ne? Also potenzielles Seedracking ist auch schon cremig, ne? Autsch. Das war viel Damage. Das war einfach ein fucking Pfund, der gereicht hat. Aber ich habe auch Damage gekriegt, von daher. I guess that's the way of Ritzky. Er ist halt einfach risky. Er bumst alle anderen weg, aber er kriegt auch viel Damage. Hier, boom, One-Shot. Der Schaden ist schon lecker. Fühlen wir jetzt schon mehr Punkte als Arme. Kann dieses Monster jemals aufgehalten werden? Niemals. Naja, du bist doch das jüngste Mitglied, ne? Theoretisch, ne? Oder? Ne, Dexy ist ein bisschen frischer am Start. Ne, oder? Ne, Flummel. Das neueste Mitglied war in der Höhle erst. Hier, One-Shot, boom. Ah! Du kannst mich mal, Isso, du kannst mich nicht. Du kennst Defeat Me. Level 14. Wie war das in Gen 8? Competitive, Seedracking mit 100% Crit, Draco Meteor. Geht das? Das klingt ja sehr disgusting. That sounds very disgusting, bin ich ehrlich. Ach, geh doch weg. Leave me alone. Leave me alone. Oh, Item. Oh, warum habe ich das nicht bekommen? Mein freaking Knilz. Fields Knilz, man, ist echt so. Ich mag Knilz, das ist einfach super süß. So niedlich. Wie kann man sich das Pokémon angucken und sagen, nee, finde ich doof. Knilz mag ich nicht, so langweilig. Ich muss mal angucken, ist traurig. Sieht aber aus wie so ein gemobbtes Schulkind. Das ist einfach sad. Und übrigens nichts gegen Mobbing, ja, Mobbing ist nichts Gutes. Und ein Paras, das gab's doch hier im Original auch, oder? Wie viele Pokémon gibt's denn hier? Kann die sein, dass die jede einzelne Ebene und Etage der Höhle eigens gerandomized haben? Das ist ziemlich krass. Da ist ja super viele Pokémon drin. Ich hätte einfach mal in die unteren Ebenen gehen sollen mit einem Schutz oder so. Knilz ja nämlich eher an einen grünen Gumba. Ja, ja, doch, durchaus. Mit so einer Schirm? Mit so einem Schirmdings? Auf jeden Fall. I can see that. So, sind wir jetzt bald raus hier? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nee, eigentlich können wir schon noch nicht ganz gut fighten. Hier ist wieder das Owei. Ich glaube, das ist wirklich nach. Oh ja! Oh! I get it! Geil! Krieg, Leute! Wow! Wow! Geil, Leute! Oh, jetzt habe ich doppelt gerückt. Entschuldigung. Das ist natürlich. Das ist natürlich lecker. Das lohnt sich. Ja, bei Dexy lohnt sich es nicht so, weil die kriegt andauernd Items. Die kriegt sie nicht, wenn sie ein Item trägt. Aber Crowley hat halt sehr viel KP, ne? Der könnte sich halt mit Überreste wirklich gut wieder hochheilen. Ich glaube, das gebe ich ihm wirklich mal. Klick, 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 klick. Kann man den nicht scrollen? So, Crowley müsste sich jetzt jede Runde um 4 KP heilen. Klingt eigentlich gut. Das klingt auf jeden Fall nützlich. Surprise. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervenseher. Eine Freundlichkeit hier an den Tag, die jungen Männer hier. Ah, guck mal, Pummelhoff gegen Pummelhoff, Leute. Let's go. Aber erstmal wird Ritzky dir so richtig den Arsch auf Ritzkien. Tusch, tusch, tusch. Damage. Yikes. That's a lot of damage. Das Problem ist, ich bin natürlich jetzt in der Aufruhr noch gefangen. Da muss er echt vorsichtig mit sein. Der Damage ist natürlich cremig, aber ich muss das ein bisschen vorsichtiger nutzen. Weil ich bin natürlich 2 bis 3 Runden darin gelockt, diesen Move zu machen. Und das kann mal ganz schnell nach hinten losgehen, ne? Ja, das kannst du machen. Eigentlich lass mir wurscht. Ich mach sowieso guten Damage. Ah, gut, hier ist der Damage nicht mehr so krass, ne? Ist aber ehrlich. Aber das ist jetzt auch nicht so der krasse. Oh, ich bin immer noch gelockt. Lol, wie lange geht denn das bitte? Okay, jetzt kann man langsam auswechseln. Ja, Horny müsste eigentlich ein paar XP kriegen, ne? Aber das ist leider wieder so ein Charlie-Ding, würde ich sagen. Wie viel XP? Wie HP hat Sander? Sander hat nicht viel HP. Ich könnte mit Horny versuchen, ein bisschen mit Furienschlag zu arbeiten. Weil Furienschlag macht ja mindestens immer einen Damage. Also so schlecht kann es ja nicht sein, ne? Mit Dexy könnte ich ja auch noch arbeiten, die ist recht fix. Mit Kopfnuss kann ich vielleicht Zurückschrecken erwirken.
Hm, ja. Sehe ich mich. Wir wären bei der nächsten Random Challenge, wenn du kurz vor der Route würfelst. Was? Wir wären bei der nächsten Random Challenge, wenn du kurz vor der Route würfelst und die Zahl, die du wirfst, darfst du fangen. Also wenn du 3 würfelst, dann musst du das dritte fangen. Nee, das wäre komisch, glaube ich. Das wär zwar vom Randomizer her interessant, aber ich finde das mit dem ersten einfach ein bisschen verlässlicher, bin ich ehrlich. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir uns dann unter den ersten 3 Pokémon eins aussuchen dürfen und beim dritten muss ich dann fangen. Das könnte ich mir noch vorstellen, das würde es aber derbst einfacher machen, weil wir dann immer die Pokémon nehmen, die halt am besten sind. Deswegen, ja, ich glaube, das erste Pokémon ist schon gut. Wenn ich halt was Späteres auf der Route fangen will oder halt irgendeine tiefere Ebene nutzen will, wo ich ein Pokémon fangen will, kann ich ja Schutz benutzen. Ich kann den ersten Encounter ja nach hinten verschieben, wenn ich möchte. Flummi und Zigzag, jo, da ist es wieder. So, Pokémon-Cola. Flummel und Zickzacks. Ich glaube, ich soll die Pokémon-Namen hier auf meinen Stream-Deck schreiben und nicht die Namen von euch. Nein, ich gewöhne mich daran. Dich mag ich nicht. Ah, ich muss damit an. Zugabe, yeah, hooray. Tschüss. So, ich glaube, Witzki, das ist auch mal ein bisschen Pause. Horny, versuch du mal wieder ein bisschen was zu reißen. Du brauchst ein bisschen Damage. So, ich glaube, wir sind noch gleich durch, ne? Ein Hubby-Tag. Ja, da fliege ich mir tschüss. Wenn der einen Schnabel macht, bin ich tot. Ein Ulweier, das töte ich gern. Obwohl, das ist Konfusion, ne? Muss ich aufpassen. Staccato geht daneben. Ha, 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 ha. 2 Trainer, meine ich, kommen noch. Ich glaube auch, ja. Der Team Trottel da oben und, glaube ich, noch der Dude mit dem Fossil. Das können wir jetzt auch noch mitnehmen. Das können wir auch noch irgendwie entkryptonisieren. So, da kommt der Energiefokus. Ja, bin ich jetzt kein Fan von, aber ich nehme es statt Fadenschuss auf jeden Fall mal mit. Fadenschuss ist einfach Käse. Da ist sogar Härtner wahrscheinlich noch besser irgendwie. Leider kein Gen 1 Energiefokus. War denn der irgendwie krass in Gen 1? Ich hab keine Ahnung, wie der funktioniert. Oder? Hat der nicht da auch was? Och, mach, komm schon. Müsst ihr mir so viele coole Pokémon geben, die ich alle nicht fangen durfte? Viel so unfair. Ja. Boah, Crit. Geil. Und 2-mal gehittet. Ne, 3. Oh, krass. Ah, 3-mal. Immer. Was, in Gen 1 hat er deine Folterquote geviertelt? Also war es schlecht, der Move? Das ist ja gigastupid. Energy Focus. Ja, hier, komm. Jetzt behalten. Warum? Weil Gen 1. Ich weiß ja, dass die Gen ein bisschen verbuggt war, aber trotzdem. Das ist ein bisschen Troll. Das ist ja ein bisschen Troll. Hello? Ah, okay, da gibt es noch 3 Trainer. Schade. Ja, ich glaube, ich gebe Ritzky auf jeden Fall nochmal einen Trank. Ne? Das ist besser so. Ah, ich habe doch einen Bärensaft. Ne? Obwohl, der Bärensaft triggert automatisch. Ne? Der ist ja wie so eine Beere. Das heißt, das kann ich mal als automatischen Auffüller benutzen für einen Notfall. Deswegen spare ich da lieber noch mit. Aber wir haben jetzt erstmal Horny auf Level 15 bekommen. Das heißt, Dexy kann noch mal ein bisschen trainieren gegen den Typ hier. Oder nicht? Ja, tschüss. So. Hi, Boy, was geht? Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Nope. Gen 1 hat mindestens so viele Fehler wie Pokémon. Hä? Gen 1 hat mindestens so viele Fehler wie Pokémon. Achso, okay, jetzt habe ich das verstanden. Bärensaft getragen zählt ja auch nicht als Trainerkampf, als benutztes Highlight. Ne, ist ja selbst getriggert. Das ist ja wie so eine Beere oder eine Amrena-Beere oder irgendwas, was dein Status wieder heilt. So. Selbst getriggerte Heilungs-Items zählen nicht zu meiner Heil-Item-Clause. Ich kann ja nicht beeinflussen, ob die triggert. Ich könnte ja meine 4 Items verbrauchen und meine 3 Items verbrauchen. Und dann triggert die noch nachträglich, da kann ich ja nichts gegen machen. Deswegen zählen die da grundsätzlich nicht zu. Außerdem müsste dann auch jede einzelne Proc von Überreste zählen und das wäre ein bisschen broken. Weil dann würde ich Überreste als schlechtes Item empfinden, weil ich dann keine Tränke mehr nutzen dürfte. Das wäre aber schon Kaiser. Ja, das ist Käse. Oh, einmal Überreste geprockt. Oh, ein Heil-Item ist weg. Zweite Runde Überreste. Oh, zweites Heil-Item ist weg. Ah, ärgerlich. Wäre ein bisschen doof. Und Entchen knuddelt V und K. Geil.
Mitro, oh nein. Das kurz machen. Autsch, das war mehr Schaden als gedacht. Hey, gut, wir wechseln dann nochmal vielleicht aus. Aus offensichtlichen Gründen. Charlie, ich brauche deine Hilfe. Please help me. Please help me. Über Stock und über Steine brechen wir Togepi die Beine. Was? Das habe ich nie gesagt. Dein Motto zu besagten Minispielen Pokémon Stadium 2. Was? Das würde ich niemals sagen. Klingt ja völlig nach mir. Also, ich finde die Unterstellung immer ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber ja, doch, das klingt nach mir. Kai gewinnt Geld. Danke. Thanks, Bro. So, Charlie und Zickzacks, ne? Charlie und Dexy quasi. Charlie hat da cremig Punkte gemacht, auf jeden Fall. Aber gut, Starterbonus halt, ne? Weil, wenn du so eine Hydropie kriegst am Anfang, schon geil. Aber letzte Part auf dem Gewinnspiel, Leute. Hätte auch jeder von euch kriegen können. Und dann sich denken so, jo, easy. Punkte. Hat Togepi überhaupt Beine? Ich denke schon, das läuft ja irgendwie, ne? I believe so. Ja, aber du bist wild, ne? Tschüss. Das hat Füße. Achso, Beine meinst du jetzt explizit? Pff, weiß ich nicht. Togepi hat Stummel. Quasi, ja. Das trifft ganz gut. So, Dexy, du kriegst nochmal einen schönen Trank. Und dann nehmen wir uns den komischen Forscherfritzen hier vorne. Hey, Boy. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ja, du stehst seit Stunden hier wahrscheinlich. Du hast auf mich gewartet. Also bist du jetzt zu spät dran. Streber Miguel. Ich würde doch sagen, der Kampf gegen das Team Rocket gleich könnte man eigentlich als so ein Bonuskampf betrachten. Ich hatte ja auf der Liste mal irgendwann mal gesagt, dass bei der Punktevergabe zählen Rivalen und Bosskämpfe 5 Punkte. Die Frage ist, ist das ein Bosskampf? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist mal halt ein Teil von Team Rocket, so. Aber sind das nicht auch zwei einzelne Trainerkämpfe? Das ist dann Giovanni ist eher so ein Bosskampf, ne? Oder ein Rivalenkampf halt, ne? Ein Myra-Play. Ein Myra platzt. Warum heißt das so? Weil es gleich platzen wird, wenn Dexter mit ihrem Kopf dagegen bellert. Schien ist mal umgerannt, den Alten. Der Damage war allerdings jetzt eher nicht so toll. Bin ich ehrlich. Bomb. We need more damage. Zählt Giovanni Kampf 3 dann als Bosskampf und Arenaleiter? Nee, das wird einfach ein Arenaleiterkampf sein. ist ja in dem Fall einfach der normale Arenaleiter. Aber der Kampf in der Team Rocket Basis zählt natürlich als Bosskampf, ist klar. Dexy reicht Level 15! Yay! Noch 5 Level, dann nochmal ein Gerard, ist cool. Tuska, Tuska! Tuska, Tuska! So, Dexy hat auch gleich keine Kopfnüsse mehr übrig. That's pretty bad, weil wir die dringend brauchen, was hat ihr Main Damage Pool. Kommt das von dem Base Damage ihrer Attacke. So. Tackle ist zwar okay, aber Kopfnuss kickt schon ein bisschen besser rein, oder? Not gonna lie. Magby. Da muss ich aufpassen, das hat sehr viel Damage, das Pokémon. Für ein Baby-Pokémon haben die Viecher verdammt viel Damage. Warum auch immer. Ein bisschen Respekt vor. Der Pisser mich ernsthaft verbrannt. Das könnte zum Problem machen. Das Problem ist ja nämlich kein Anti-Brand-Shit dabei, oder? Doch, ich habe eine Frage, wäre gefunden, ne? I could use that, I guess. Was Problem hat, Charlies Erdattacken werden halt kein Damage machen, solange sie brennt, weil das eine physische Attacke ist. Und physische Attacken sind halt während Brand schlecht, weil der Brand ja den Angriffswert halbiert oder so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall macht er ihn sehr schlecht. It's very weak. Ja gut, ich gebe dir eins ab. So, ich frage, welche Selix-Fossilien nehmen wir? Ich meine, die sind ja wahrscheinlich randomized, ne? Ey, nicht so gierig, Mann. Ich sagte, ich gebe dir eins ab. Ich prügel ihn einfach nieder und easy peasy, ne? So, Charlie und Dexy wieder mal. La da da la da da. Engchen ist für links. Okay. Was auch immer links liegt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist sicher. Okay, dann nehmen wir links. Ja, da ist gerandomized, das ist mir recht egal. Ich kann nicht voraussagen, was es ist, von daher. Ja, also ich persönlich würde, glaube ich, am Monitas nehmen eher so. Praise the Helix, Leute. Habe ich nicht eine Frage, wäre gefunden?
Wo sind die Bären hier in der Liste? Bärentüte. Ach, cool. Paralyse, Verbrennung. Das klingt gut. Charlie, hier bitte. Eine Beere für dich. Nom, nom, nom. Bester Gesang, ich weiß. So, Helix-Fossil ist, glaube ich, das Ammonitas und Dom-Fossil ist, glaube ich, das Kabuto, ne? Nom, nom. Ja, sweet. So, welches ist das Dom-Fossil? Dom ist ein Fossil des Links, also wäre das das Kabuto, ne? Gut, nehmen wir mit. Helix wäre das Rechte, weil Helix kommt ja von Helix-Spirale, was den die Spirale in der Muschel von Ammonitas wahrscheinlich widerspiegeln soll. Das würde ich mal behaupten, ist hier an der Stelle der namensgebende Part der Fossilien. Ja, smart play heute. Big Brain Moves hier von Kai heute wieder. Ne, komplett richtig erkannt. Einfach nur GG. Na? Big Brain Moves, aber nur heute. Morgen nicht mehr. Gleich kommen die ersten Attackenlehrer. Echt jetzt? Jetzt schon? Ach, lass mich in Ruhe. Kann ich dich one-shotten? Probably yes. Oh mein Gott! That's a lot of damage. Yikes. Ich muss mindestens noch drei Tränke aufhalten, damit ich für einen Kampf noch drei Tränke habe, ne? Mann, pass bloß auf. Jesus. Ja, ich dachte halt so, ne, ist ein wildes Pokémon. Ich meine, zur Not trainieren wir gegen die halt einfach nur. Und das tun wir ja irgendwie auch. Aber das war doch ein bisschen viel, ne? Hätte ich nicht gedacht. Aber vergisst er das halt eben, das kleine Pokémon doch schon ein bisschen? Nahtoderfahrung, ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen. I'm sorry, man. Das geht quickly. Können wir gucken, wie gut Growly jetzt funktioniert mit den Überresten. Ne, da können wir mal vielleicht mal irgendwie im Speichern, damit man es, falls die ROM oder irgendein Emulator mal abschmiert, wir irgendwie noch irgendeine Form haben, wo wir sagen können, ja, können wir was neu laden. Kai hat viele von uns schon auf dem Gewissen. Es tut mir leid. Zombie-Modus. Ein Bannsticker gefunden. So, kommen jetzt nicht noch die Team Rocket Boys? Hä, wo kommen das? Wo sind denn die Team Rocket Boys? Oh, wir sind draußen. Was mit der Aufnahme? Oh, die geht wieder mal anderthalb Stunden. Na gut, dann YouTube war schön für euch, ne? Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.